Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. In allererster Linie wollte ich mich erstmal auf jeden Fall bei euch allen bedanken, denn wir haben gestern einen Meilenstein auf Twitch erreicht. Und zwar, nach einem Monat Wartezeit wurde ich jetzt nun endlich genehmigt. Es ist offiziell, es ist soweit. Man kann jetzt hier bei mir auf Twitch auch ein Abo dalassen. Ja, deswegen vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass wir das Ziel des Affiliates zusammen erreicht haben und das Ganze jetzt auch von Twitch genehmigt worden ist. Ich hatte mich gestern auch direkt an die Arbeit gemacht und hatte alles eingerichtet, von Emotes, von den Slogans her bis zu den Kanalpunkten, den Sub-Badges vor dem Namen. Ja, alles, halt einfach alles. Ne? Also ich war da gut ein, zwei Stündchen mit beschäftigt. Und in der Zeit haben auch schon 4 Leute bei mir subscribed. Ja? Obwohl ich davon noch nichts öffentlich gemacht hatte. Also ich hatte nirgendwo das kommuniziert gehabt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich öffentlich dafür Werbung mache, dass ich jetzt auf Twitch Affiliate-Partner bin und ihr subscriben könnt. Denn die ersten 10 Leute, die ein Abo hier auf dem Kanal da lassen, das ist so auf Twitch, bekommen ein exklusives Gründer-Logo vor dem Namen. Das bekommen nur die allerersten 10 Twitch-Subscriber und momentan sind es halt gerade 4 Stück. Wie gesagt, ich bin jetzt hier, hatte 1-2 Stunden mit den Einstellungen, war ich beschäftigt und in der Zwischenzeit haben schon 4 von euch schon ein Abo dagelassen und sich damit halt das Emote gesichert. Da gehen Grüße auf jeden Fall raus an Freko, der allererste Abonnent hier auf dem Kanal gewesen ist und auch mal direkt für 6 Monate gleich durchgängig gesubbt hatte. Ja, dann herzlichen Dank auch an deinen Nachbar, der hier auch ein Abo dagelassen hat. Der Chris, der Ignil und der Mansen. Grüße auf jeden Fall auch. In der Reihenfolge sind die ersten 4 Leute hier auf den Kanal eingetrudelt und haben sich hier das Gründerabzeichen, das Gründerlogo gegönnt. Auf jeden Fall. Ne? Ich weiß gar nicht ganz genau, wie das aussieht. Es müsste irgendwo hier sein. Genau, hier dieses Gründersymbol hat man dann vor dem Namen und halt eben wie von YouTube kennt ihr das auch, diese Logos, die ihr dann vor dem Namen habt und die werden dann Stück für Stück pro Monat dann erweitert. Und genau, da ist auch der Anlass natürlich direkt da zu sagen, falls ihr eventuell jemand seid, der Amazon Prime benutzt, dann guckt sehr gerne nach, dass ihr euer Twitch-Konto mit Amazon Prime verknüpft, denn dann könnt ihr kostenlos ein Abo hier auf dem Kanal auch da lassen oder bei jedem anderen Streamer eurer Wahl. Einmal pro Monat müsst ihr das dann manuell erneuern, aber dann spart ihr euch quasi diese 4 Euro, diese 3,99 und könnt quasi, wenn ihr Amazon Prime habt, hier mehr kostenfrei subscriben. Ich werde dadurch genauso unterstützt, aber ihr zahlt keinen Cent mehr und habt halt die Vorteile von den Emotes und den ganzen anderen Sachen, die man halt eben hat als Abo hier auf dem Kanal. Deswegen vielen lieben Dank auf jeden Fall. Das ist so die neueste News. Und am Freitag was sagen wir? Wir sagen mal so Freitag 18.30 Uhr werde ich auch das erste Mal dann, nachdem ich halt jetzt Affiliate geworden bin, online kommen, also auf Twitch, Livestream, 18.30 Uhr am Freitag werden wir reingehen. Leider nur wieder bis 21 Uhr kann ich machen, aber dafür hoffe ich mal, dass wir zumindest trotzdem für die kurze Zeit auch eine sehr coole Zeit zusammen verbringen. Ne? Werde versuchen auf jeden Fall auch weiterhin natürlich jetzt durchzuziehen, gerade jetzt erst recht natürlich, ne? Jetzt wo das Para fließt, ne? Da kann man natürlich nochmal umso mehr reingehen hier in die ganze Angelegenheit. Ne? Auf jeden Fall werde ich auch nach wie vor natürlich jetzt 2 bis 3 Mal die Woche versuchen online zu kommen, dass wir da eine gewisse Regelmäßigkeit reinkriegen. Das war ja mein Plan von Anfang an gewesen, dass wir neben den aktiven täglichen YouTube-Videos auch 2 bis 3 Mal die Woche versuchen online zu kommen und da dann auf Twitch noch ein bisschen eine coole Zeit, eine gute Zeit miteinander zu verbringen. Und bisher bereue ich auf jeden Fall meine Entscheidung nicht. Ist eine sehr coole Community, hatte die Streams, die wir da jetzt schon gemacht haben, wirklich sehr viel Spaß gehabt, muss man wirklich mal so sagen. Und auf jeden Fall ein ganz anderes Ereignis, als auf YouTube zu streamen. Ne? Auch von den ganzen Emotes her. Und dort kann man halt zum Beispiel auch Emote-GIFs verwenden. Die kann man tatsächlich... Ich sehe schon... Es ist schon wieder viel zu hell hier, Alter. Ich muss es mehr im Dunkeln aufnehmen. man kann da halt auch eben so eine GIF-Emotes halt eben auch verwenden. Also so eine... Ja.
Beweg-Emotes ist auch ganz nice. Und das ging halt auf YouTube vorher auch nicht. Habe ich auch schon ein paar hinzugefügt. Ein paar alte OG-Emotes habe ich da mal hinzugefügt. Da wird sich der Gorgos bestimmt freuen, denke ich mal. Don't stop the music, sage ich da nur. Und ja, auf jeden Fall bin ich ziemlich, ziemlich happy und sehr erfreut und wollte euch unbedingt dran teilhaben lassen. An diesem doch weiteren Meilenstein, den wir jetzt hier zusammen erreicht haben. Und ja, neues Kapitel. Jetzt kann es erst so richtig losgehen. Wie gesagt, wir sind ja erst einen Monat auf Twitch drüben und das ist ja wirklich noch keine großartige Zeit, die wir da verbracht haben. Dafür haben wir schon ein paar coole Streams auf jeden Fall hinter uns. Und die ganzen coolen Events, die kommen halt erst noch in Zukunft so. Ne? Ich denke da nur an Legendary Dungeons, die wir da durchgrinden, oder wenn wir irgendwelche Serverstarts spielen sollten, das ist ja auch immer sehr gehypt auf jeden Fall. Und natürlich kann ich das auch schon mal ankündigen. Ich hatte mir da schon die letzten Tage drüber Gedanken gemacht. Ich hatte ja damals zu meinem 10.000 Abonnenten-Special hier auf YouTube, hatte ich ja einen 24-Stunden-Stream gemacht. Ja. Wenn wir die 20.000 Abonnenten hier auf YouTube eines Tages knacken sollten, dann wird es natürlich auch wieder von mir einen 24-Stunden-Stream geben. Das ist der Kompromiss auf jeden Fall. Ne? Alle 10.000 wird ein 24er rausgehauen. Diesmal wird es halt eben nur nicht auf YouTube stattfinden, sondern diesmal wird das auf Twitch stattfinden. Und dort werden wir dann den 24-Stunden-Stream vollbringen. Werden diesmal aber ein bisschen mehr Abwechslung auf jeden Fall mit reinbringen in die ganze Angelegenheit. Wir werden beim letzten 24er hier auf YouTube, das war ja zum W50-Server-Start, da hatten wir ja wirklich nur ausschließlich Shakes und Fidget gebracht. Beim nächsten 24-Stunden-Stream, da stelle ich mir ein bisschen mehr Abwechslung vor. Ich werde das wahrscheinlich in Kombination, ja, vielleicht mit einem Kochstream machen. Vielleicht kriegen wir den Ignil wieder ran, dass wir einen coolen Kochstream für euch machen können. Da wird sich der Leander bestimmt auch drüber freuen, falls er das sehen sollte. Ja, ich hoffe mal, diesmal ist er dann auch wirklich am Start. Er beschwört es immer rauf, er will immer Kochstream, und wenn ein Kochstream ist, dann ist er nicht da. Ja. Ja, so geht das ja auch nicht hier, ne? Auf jeden Fall dahingehend dann ein bisschen mehr Abwechslung. Wir werden natürlich hauptsächlich auch Shakes and Fidget machen, werden dann halt eben auch so einen Kochstream machen, der ja auch, ne, wenn man jetzt so kocht nebenbei und der Chris sich da irgendwas Cooles wieder einfallen lässt, dann ja, nimmt das ja bestimmt auch so seine Zeit in Anspruch, seine 5-6 Stunden, keine Ahnung, je nachdem, was da halt da vorhat, ne? Und genau, davon weiß er aber noch nichts bis jetzt. Und ja, was machen wir noch? Wahrscheinlich dann auch andere Spiele, abseits von Shakes and Fidget. Und in Kombination, das muss natürlich auch irgendwo ein Anlass sein, weil ansonsten wird es ein bisschen monoton mit dem Gameplay. Das muss in Kombination dann sein mit einem Legendary Dungeon oder einem Serverstart. Weil an diesen bestimmten Anlässen, da kriegt man halt den Stream deutlich besser gefüllt, sag ich mal, als wenn man jetzt einen 0815-Tag so wie heute macht, ohne großartige Events oder sowas jetzt, was man jetzt hier nicht großartig zeigen kann. Beim Legendary Dungeon, da kann ich alleine 24 Stunden, könnte ich da schon alleine durch. Könnten wir vielleicht auch, die Zero Death Run Challenge müssen wir auf jeden Fall auch machen mit Juni, ja. Da haben wir ja letztes Mal 10 Stunden dran gesessen und sind dann verzweifelt. Also da kriegen wir auf jeden Fall irgendwie schon den Inhalt gefüllt. Ich denke mal, wird das, denke ich mal, nicht so das Problem sein. Ne? Und weil das natürlich dann auch wieder ein Special-Stream ist für die Leute, die halt eben aus irgendeinem Grund auch immer nicht auf Twitch zugucken sollten. Ja, dann da wird es wird natürlich der Stream auch wieder dann hier auf YouTube hochgeladen. Ich hatte ja gesagt, alle Special Streams abseits von diesen 0815 Streams, wo wir halt einfach nur unsere Alu klicken etc. pp., werden auch auf YouTube hochgeladen, sodass denn diese Premium Streams, sag ich mal, ihr dann auch nicht verpasst. Und dann wird halt vielleicht eben auch mal so ein 24-Stunden-Banger hochgeladen. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ne? Auf jeden Fall, das soweit die Zukunftspläne. Mal schauen, vielleicht erreichen wir Ende des Jahres die 20.000, ich weiß es nicht. Dann können wir natürlich auch in den LD reingehen und da uns komplett umequippen. Das sind so eine Sachen, alleine komplettes Equipment für einen selbst zu organisieren, das sind so eine Sachen, da braucht man eh schon alleine bestimmt, keine Ahnung, einen halben Tag für, wenn du alles perfekt haben willst an Equipment. Also, ja, wenn wir es drauf anlegen, kriegen wir auf jeden Fall so ein 24er auch fast ausschließlich mit SF gefüllt. Ne?
Ihr merkt, ich bin auf jeden Fall sehr gehypt. Ich freue mich auf die Zukunft, auf die schöne Zeit, die wir zusammen verbringen werden. Und ja, mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken, was uns ja, die Zukunft noch so bereithält. So, wir müssen jetzt noch irgendwie die letzte Aufgabe machen hier. Wir müssen irgendeinen Barden klatschen. Ja, finden, habe ich irgendeinen Barden hier zufällig? Ja, sehr schön, habe ich mir einen Barden hier gespeichert für den Fall der Fälle, so wie jetzt, dass wir uns hier die Belohnung hier noch schön einsacken können. So, gut. Damit haben wir es auch erstmal wieder geschafft hier auf dem Server. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns auf jeden Fall dann ja täglich sowieso. Da ändert sich ja sowieso nichts dran. Hier täglich weiterhin auf YouTube. Und am Freitag dann um 18:30 Uhr auf Twitch. Ich denke mal, bis dahin werden die ersten 10 Leute ihr Gründer, ja, Sub-Icon wahrscheinlich sich schon gesichert haben, wenn nach 1 bis 2 Stunden schon die ersten 4 Leute ohne großartige Ankündigung schon subscribed haben. Finde ich das einfach nur krass. Und deswegen bedanke ich mich da auf jeden Fall jetzt schon für den Support. Und ja, wir hören und sehen uns natürlich dann die Tage wieder. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielen Dank. Haut rein und bis zum nächsten Mal.